Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Lost Crown. Wir haben in der letzten Folge damit geendet, dass meine Kamera umgefallen ist, als ich sie ausmachen wollte. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat noch. Und wir wollten Tom Henry Jones... Nee, Oliver, Tom Henry Oliver wollten wir noch zu Ende basteln, den Namen. Allerdings gehen wir so langsam die Optionen aus, wo man noch die zwei letzten Buchstaben finden könnte. Gut, wir haben noch nicht längst noch nicht alles erforscht, aber es wird trotzdem schon kniffliger. Hier haben wir auch schon. Könnte eventuell hier noch was sein? Ich... In diesem Gebüsch. Noch mal hier vorne, weil ich mir hier vorne nicht... Hier ist so ein komischer Riss im Bild. Ich weiß nicht, was der bedeuten soll. Der Friedhof ist gut gepflegt für einen derart abgelegenen Ort. Ich weiß nicht, was der bedeuten soll, der Riss, aber... Der Kirchturm ähnelt einer Burg. Der Kirchturm ähnelt einer Burg. Ich gehe mal rein in die Kirche. Wenn ich überhaupt reinkomme. Diese Tür ist zugerostet. Okay, ich komme also nicht rein. Ah, da war doch was. Warte. Hier war was. Ah, siehst du mal. Ist das eine Krone? Und ein Buch. Ach du Scheiße. Ja, definitiv eine Krone. Nein, das sind drei Kronen. Ah, ich hätte gerne Buchstaben. Ein rostiger Metallbuchstabe. Warum liegt da einfach so ein Kronbuch in der Tür? Ich meine... Thomas Agers Journal. Ager House, Raven Lane, Northfield, Anglia. Gurney sieht und hört viel zu viel. Es fordert heraus seinen Tod. Ned zu ihm die Lippen stecht. Aus ihm die Augen voller Gier. Seine neugierigen Hände ich nehm und verbuddel sie tief im Lehm. Gorney sieht und hört viel zu viel. Ich sprach mit den Brüdern bei Kerzenlicht. Ein Pakt ward geschlossen, den niemand hier bricht. Niemand, keine Seele, darf stören die Kron. Es wäre aller Untergang, Vater, Mutter und Sohn. Kein Dieb, kein Plünderer darf hier finden die Kron. Thomas Agers Journal. Hat Thomas Ager einen Mann getötet? Kannte er die Position der Krone? Anscheinend schon. Wenn du lesen könntest, du kombinieren könntest... Benutze Hirn mit Logik! Ich mache manchmal selber Angst. Dann probieren wir mal, ob ich hier in dieses Ding reinkomme. Aha. Was haben wir denn hier? Donnerstag, 4. Mai. Gedenkgottesdienst für Evelyn Ackland. Um 15 Uhr in der Gemeindekirche von Northfield. Hinweis für Gemeindemitglieder und Blumenarrangeure. Bitte keine künstlichen Blumen. Miss Russell ist fast erstickt, als er die letzten aus dem Kirchenfeuer geworfen hat. Auf das Kirchenfeuer geworfen hat. Wir wollen noch unsere Gemeindevorsteher nicht umbringen. Ja. Kirche von Northfield, ein Geschichtsabriss. Grundmauern und Kapelle errichtet auf einer angelsächsischen Siedlung. Turm von Ugar Flut. Den dritten im Jahr 1320 auf den Grundmauern erbaut. Das bestehende Gebäude wurde 1390 zum Kirchenschiff erweitert. Der Innenraum ist mit elisabianischen geschnitzten Schiefer... Der Innenraum ist mit elisabethanisch geschnitztem Schiefer von etwa 1590 geschmückt. Was sind denn das für Wörter, ey? Viele Buntglasfenster im verhältnismäßig guten Zustand. Eine gotische Chorschranke trennt das südliche Seitenschiff von der Kapelle. Grabmal von Nicholas Gurney aus Elfenbein im romantischen Stil gehauen, ca. 1780. Und da habe ich mich jetzt blamiert, wie immer. Gemeindekirche von Northfield. Die Kirche ist täglich ganztags geöffnet und bietet Raum zur Stillung, Besinnung und zum Gebet. Warnung, das Gebäude ist kein Spielplatz und Graffiti-Sprayer werden strafrechtlich verfolgt. Es wird darum gebeten, das Bauwerk respektvoll zu behandeln, da dies bereits seit mehr als 2000 Jahren eine religiöse Stätte ist. Näheres um den Gottesdienst erfahren Sie bei Vigor in der Sakristei, nur tagsüber.
Für Auskünfte zur Beerdigung oder Gräbern oder zur Mithilfe bei einer Friedhofspflege wenden Sie sich bitte an Mr. Rosette, der meistens auf dem Friedhof zu finden ist. Suchen Sie ihn einfach. Genau das haben wir ja schon getan. Die Blumen sind trocken, alt und spröde. Genau wie dein Haar. Klingt nicht sehr vertrauenserweckend für eine Kirsche, aber okay. Kombiniere. Das ist nicht richtig. Kombiniere irgendwas mit Tisch. Das ist nicht richtig. Ich kombiniere einfach mal. Das ist nicht richtig. Perfekt. So werden Besucher oder paranormale Phänomene aufgenommen. Ist auch gar nicht laut. Ich meine, du kommst rein. Piep, 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 piep. Das fällt gar nicht auf, ne? Aber okay. Gut. Perfekt. So werden Besucher oder paranormale Phänomene aufgenommen. Ich kann es auch nicht wieder mitnehmen, also von daher lasse ich es einfach. Die Fundamente wurden auf einer angesetzten Siedlung und Kapelle errichtet. Das Belustigste an diesem Let's Play ist meine meine Vorleseweise. Was haben wir denn hier? Der schwarze Tod kommt nach East Anglia. Ich lese mir das jetzt ganz morbide. Ich lese mir das kurz durch. Ihr könnt, wenn ich euch zu schnell lese, einfach anhalten und dann geht's weiter. Okay, also geht es in dem Buch um die schwarze Pest, die anscheinend 2/3 der Bevölkerung hier hingerafft hat und auch das Priestertum nicht verschont hat, worauf hinaus sehr viele ungeschulte Priester eingewiesen wurden. Was uns das genau sagt, weiß ich nicht. Nanu? Hat mir das jetzt geholfen? Wie genau kommst du auf die Idee, dass genau dieses Bild irgendwas bringen soll? Nichts. Toll. Du bist ein Held, ernsthaft. Du hast gerade nichts davor. Hey! Ah, da ist ein Fenster. Ach, guck mal, da ist noch ein Fenster. Das sieht schon eher nach was aus. Da sagt doch nichts dazu, deswegen nehme ich es einfach mal auf. Aber am Tag lassen sich Geister bekanntlicherweise ja nicht so oft sehen. Ich höre zwar Geräusche, aber ich sehe nichts. Ich höre aber mal das dahin. Okay, dann habe ich jetzt anscheinend 2 Kassetten, oder?
Ich hab gar nichts. Klasse. Okay, gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Mehr gibt es hier ja nichts zu tun sonst. Wir brauchen noch einen Buchstaben. Einen Buchstaben. Wo finden wir den, ist die Frage. Den hier haben wir ja schon. Ist hier denn noch einer versteckt? Warte. Oder ist hier hinten bei dem Herrn noch einer? Es wäre ja sehr einfach, wenn hier hinten noch einer wäre. Ob sie etwas finden. Ah. Ein rostiger Gut. Metallbuchstabe. Ich hätte diesen Schädel zwar nie angefasst, aber... ich meine, der Typ nimmt doch so ziemlich alles in die Hand. So. Dann haben wir die beiden Buchstaben, ja. Und jetzt erst wird der Typ unser lieber, ich hab den Namen von ihm vergessen, herausfinden, wie der heißt, weil er das vorher nicht... Tom Oliver. So, jetzt weiß ich's. Der Grabstein ist vollständig. Das hätte man vorher nicht ablesen können, weil die Buchstaben eine Spur hinterlassen haben. Nein, das ist zu schwer. Schafft er nicht. Tom Oliver. So, jetzt so, weiß ich. Jetzt weiß ich. Der Grabstein, der ist, Grabstein ist vollständig. Okay, gut. Ich habe Buch und ich habe... Achso, nee, jetzt müssen wir natürlich zu dem Typen zurück, weil wir das zusammengesetzt haben. Der will bestimmt von uns den Namen des... den Namen dafür dann wissen, damit wir, damit er auch weiß, dass wir das auch wirklich getan haben. Und dann redet er mit uns. Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Keine Sorge, Junge, Sie stören nicht. Ich habe den armen alten Tom wieder zusammengesetzt. Das haben Sie, Junge. Er blickt jetzt wohlwollend auf Sie herab. Ich habe mehr Zeit für Ihre Fragen, wenn Sie etwas fragen wollen. Natürlich. Warum sind so viele Krähen auf dem Kirchfriedhof? Es heißt, es gibt eine Krähe für jede Seele auf diesem Friedhof. Jawohl. Sehen Sie, wie Sie sie ansehen. Der böse Blick einer Krähe hat schon Männer auf der Stelle niedergestreckt. Ich glaube, sagst du. Sagt Ihnen der Name Eiger etwas? Eiger, sagten Sie. Hätte ich wissen sollen. Was wollen Sie mit denen? Das weiß ich. Eine Party feiern? Kannten Sie jemanden aus der Eiger-Familie? Ja, ich kannte William Eiger. Nicht persönlich, aber ich habe von ihm gehört. Er war, wie soll ich das sagen, nicht ganz richtig. Wieso ziemlich? Ein wenig simpel, wenn Sie wissen, was ich meine. Oh, das war in den 1940ern. Eiger war nicht im Krieg. Er war kränklich. Schlechte Lungen, schlechtes Herz, alles schlecht. Es heißt... Die Familie streute ihren Samen zu eng. Deformierungen und so weiter. Hier hat so ziemlich jeder einen in der Klatsche. Glaubst du, es interessiert mich, dass Eiger dann... Oh. Gab es eine Verbindung zwischen den Eigers und der Legende der angelsächsischen Krone? Es gibt Gerüchte, dass die Eigers die Position dieser letzten Krone kannten. Und ich schätze, sie waren nicht die einzigen. Die Leute suchen nicht nach Dingen, die nicht gefunden werden müssen. Die Leute aus den Fans sind abergläubisches Volk, wissen Sie. Sie glauben an die alten Bräuche, die Bräuche des Landes. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Aber Kronen beißen, weder bellen sie noch. Welche Verbindungen haben die Eigers zur Kirche? Oh, gute Frage. Thomas Eiger war ein Pfarrer in dieser Gemeinde vor 200 Jahren. War ein übler Kerl, ein Geizhals und Betrüger. Mit dem Vikar dürfen wir nicht über ihn sprechen. Er will kein schlechtes Wort über ihn hören, aber ich kann Ihnen sagen, sein Herz war voller Finsternis. Der alte Nick wusste das. Manche sagen, das kostete ihn das Leben.
armer alter Nick. Wer ist Nick? Wo kann ich mehr über die Ager-Familie herausfinden? William Ager starb in den 40ern. Schrecklich für ihn, echt wahr. Er starb an Tuberkulose, Wasser in den Lungen. Habe gehört, er war fast hysterisch, hatte Angst, dass niemand mehr da wäre, um den Familiennamen weiterzuführen. Wissen Sie, manche sagen, die Agers bewachten ein großes Geheimnis, das der Familie über Jahrhunderte anvertraut war. Ich würde mit den Museumsleuten anfangen in Saxton oder bei der alten Nanny Noah. Sie weiß das ein oder andere. Darf ich Sie noch etwas anderes fragen? Nur zu, Junge. Was haben wir denn hier noch so? Die Kirche ist sehr abgelegen. Wieso? Eine große Pest. Der Schwarze Tod war im 12. Jahrhundert. Eine schreckliche Zeit, Junge. Echt schrecklich. Tote lagen in den Straßen und Gassen von Northfield. Vieh und Geflügel streifte herrenlos durch das Land. Brüder verließen ihre Brüder. Mütter verließen ihre Kinder. Ein Drittel aller Menschen starb in ganz Europa. Holzhäuser verrotten schnell und so ist nichts von Northfield übrig. Sie ist ein Schatten ihrer eigenen Vergangenheit. Das hat nicht unbedingt... Na gut, doch, es hat schon erklärt, warum die Kirche hier steht, aber... Was weiß ich. So, die letzte Frage noch. Glauben Sie an Geister? Ja, das tue ich. Die Freunde, die wir im Leben haben, sind immer bei uns. Okay, diese Frage stelle ich erst in der nächsten Aufnahme. Und dann wird es hoffentlich ein wenig gruseliger. Und ich glaube, dieser Mann ist der, dessen Vertrauen wir uns sicher müssen. Also, dieser Mann ist der, dessen Vertrauen wir uns sicher müssen. Und dann geht es nächste Runde auf Geisterjagd. Komm, ich bin nicht immer.